Gras letzte Woche gemacht. Hier soll noch ein Aufwuchs genutzt werden und dann wird es mal Raps. Erstmal mit der Sonde. 21 cm. In der Mitte merkt man noch die Schichten. Hier ist der nächste Lockerungsschlitz. Die Unterbodenlockerung wurde mit Fermenteinspritzung kombiniert. Und die Frage vom Landwirt war, geht denn das wirklich so schnell? 5 Tage? Dann gucken wir mal die Bodenstruktur an. Das klappt auf. Fällt auseinander. Fällt wunderschön auseinander. Das ist die Feinrissbildung. Jetzt gehen wir mal hier rüber. Nichts auseinander. Unter den Bedingungen wächst vielleicht noch ein bisschen was zusammen, aber der Boden bleibt über den ganzen Sommer bis zur Rapsbestellung in diesem ungaren Zustand. Die Wurzeln können es einfach nicht leisten, weil die Feinrisse hier drin fehlen. Unterbodenlockerung, eine essentielle Voraussetzung für die Bodengare. Durch Wurzelung stabilisiert das Ganze. Fermente machen es schnell. Was macht das Wasser? Es versickert. Bleib stehen. Langsam. Hier, wo die Rüben liegen, bleibt stehen. Vielleicht dort. Aber im Großen und Ganzen geht es noch rein.